Shalom, Shalom. Ja, heute wurde ich gefragt, dass ich über das Thema spreche, die Auswirkungen eines gebenden Menschen. Wisst ihr, wir haben jetzt jahrzehntelang nur auf Konsum uns ausgerichtet. Wir sind Konsumenten geworden. Alles muss mich glücklich machen, alles muss mich erfüllen. Und das ist nicht der Lebensstil Gottes. Im Johannesevangelium 3,16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, er war von Liebe motiviert, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und diese Schriftstelle zeigt uns den Charakter Gottes. Gott ist Liebe und aus dieser Liebe heraus handelt er und macht uns ein Geschenk. Und dieses Geschenk, Jesus Christus, war ein Opfer. Das war das größte Opfer, das Gott uns geben kann. Es war der Grund dafür, dass wir alle in das Haus des Vaters kommen können. Er gab sein Allerliebstes und erwartete eine reiche Ernte. Die Bibel ist ein Buch des Gebens, weil es ein Buch über Gott ist. Gott ist ein Geber. Lasst uns doch Nachahmer Gottes sein und immer mehr lernen, was es heißt zu geben. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Wir können auch ein Lächeln, unsere Freundschaft, unser Wohlwollen, unser Vertrauen, unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit, unseren Glauben schenken. Im 2. Korinther 9,6 lesen wir, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Wir wissen aus dem Epheserbrief 2,10, dass wir zu guten Werken geschaffen sind, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wenn wir Gott täglich darum bitten, dass er uns zeigt, welche guten Werke er für uns vorbereitet hat, und dann dort säen, werden wir eine reiche Ernte bekommen. Und zwar so, wie wir es uns im Herzen vorgenommen haben. Ihr Lieben, wir sind Gesegnete, um andere zu segnen. Nicht aus Unwillen oder aus Zwang, sondern mit Freude, weil Gott uns bereits gesegnet hat. Und das bezieht sich wirklich nicht nur auf die Finanzen, sondern auf das gesamte Leben. Gott möchte uns herausholen aus dem Kreisen um uns selbst. Ihr kennt schon einen beliebten Satz, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Wir sollen erkennen, wir sind Gesegnete, um andere zu segnen. Wir bekommen alles, um anderen zu geben. Wir haben Ohren bekommen, damit wir anderen zuhören können. Wir haben einen Mund bekommen, um anderen Mut zu machen, um andere zu trösten, um andere aufzubauen, um andere zu loben und um andere zu warnen. Wir haben Beine bekommen, um den Weg Gottes zu gehen und zu den Menschen zu gehen, die uns brauchen. Wir haben Hände bekommen, um zu helfen. Wir haben einen Besitz bekommen, damit wir ihn teilen können. Wir haben ein Haus oder eine Wohnung bekommen, damit andere darin Geborgenheit finden. Alles, was Gott dir gegeben hat, ist ein Mittel zum Segen für andere. Und je mehr du dich an andere verschenkst und von deinem Segen abgibst, desto mehr wirst du erleben, wie Segen auch immer zu dir zurückfließt. Wisst ihr, Gott hat mir in Uganda ein wunderschönes Haus geschenkt auf dem Gebetsberg. Es ist ein Traumhaus und ich kann mich ehrlich gesagt schwer erinnern, wie das Ganze zusammengekommen ist. Das war so ein Wirken Gottes. Und da habe ich groß hineingeschrieben, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Beim nächsten wird es genauso sein. Den dritten trägt man auch hinaus. Jetzt sag mir wohl, wem gehört das Haus? Ich darf es genießen, aber es ist nicht mein Besitz. Und er sagt mir immer wieder, wen ich aufnehmen soll und wer da drin gesegnet werden soll. Ihr Lieben, als ich klein war, hat meine Mutter uns als Kinder sehr ermutigt, Menschen zu Lebzeiten Blumen zu schenken. Denn auf den Gräbern sind sie vergebens. Heißt ja, schenkt euch Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens. Da ich Blumen sehr liebe, habe ich damals wirklich sehr viele Sträuße verschenkt. Blumen, Blumen, Blumen bei jeder Gelegenheit. Und heute, obwohl ich die meiste Zeit meines Lebens im Busch in Afrika lebe, bekomme ich jede Woche
Blumen geschenkt. Da war eine Zeit, wir hatten eine Rosenfarm, da habe ich jede Woche 50 bis 200 Rosen geschenkt bekommen. Ich habe schon gar keine Vasen mehr gehabt. Und ich erlebe, dass das, was ich vor vielen Jahren gegeben habe, jetzt zu mir zurückkommt. Niemals habe ich im Busch von Afrika wunderschöne Rosen erwartet, die hier auf dem europäischen Markt als holländische Rosen verkauft werden. Zweimal hat Gott mir auch die Gelegenheit gegeben, ein Auto zu verschenken. Und ich habe nicht die schönsten und besten Autos gefahren, aber sie waren sehr wertvoll für mich. Und jedes Mal hat der Herr gesagt, gibt es dem, die es notwendiger gebraucht haben als ich. Und ich bin wieder mit meinem Fahrrad herumgeradelt. Entschuldigung. Zu meinem 60. Geburtstag haben mir dann, liebe Freunde, einen neuen BMW geschenkt. Ich war sprachlos über solchen Segen. Für alles, was ich im Leben losgelassen und wirklich mit frohem Herzen gegeben habe, weil Gott mir die Gelegenheit gab, kam ein reicher Segen zurück. Ich glaube, dass ich heute aufgrund des jahrzehntelangen Gebens wirklich mit Segen überschüttet werde, der wiederum Tausenden von Kindern in Afrika hilft. Der Herr hat uns auch, sagt uns auch, dass wir zuerst sein Reich suchen sollen. Und alles andere wird uns dann hinzugefügt, das heißt sogar zufallen. Du wirst dann Zufälle erleben, die übersteigen deinen Begriff. Wenn du Gott an die erste Stelle setzt, wird es alles andere von selbst an seinen Platz fallen. Das ist nicht nur eine Botschaft für reiche Menschen, sondern auch für sehr Arme. Im 2. Korintherbrief 8, 2 bis 5 hat der Paulus geschrieben von der Gemeinde in Mazedonien und das hat mich sehr bewegt. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz aller Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus. Und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Das Wesentliche, ihr Lieben, ist, dass wir uns als Menschen mit allem, was wir sind und haben, total an Gott hingeben. Die Leute aus der Gemeinde in Mazedonien haben sich zuerst an Jesus verschenkt. Dann haben sie trotz großer Bedrängnis und Armut noch weiter gegeben. Ich durfte in den ersten Jahren, als die Grenzen nach Rumänien geöffnet waren, frisch aufgemacht wurden, einige Hilfstransporte dorthin bringen. Wir waren überwältigt von der Gastfreundschaft dieser Rumänen, wie sie manchmal wochenlang gespart haben, um für uns einen Kuchen zu backen und wie sie wirklich ihr Bestes gegeben haben, um uns ihre Gastfreundschaft zu beweisen. In jedem dieser armen Häuser sah ich irgendetwas, was schön war. Ein geschliffenes Glas oder eine schöne Handarbeit. Und ich habe nur hingeschaut und gelächelt. Aber unsere Gastgeber haben mich beobachtet. Als ich dann wegfuhr, haben mir diese Menschen all diese Sachen, die ich nur still und leise betrachtet hatte, geschenkt. Ich war so erschüttert und wollte diese Gaben zuerst gar nicht annehmen. Aber ich wusste, ich wurde sehr ermutigt, es doch zu tun. Denn ich hätte sie sonst sehr beleidigt. Heute noch habe ich Sachen von damals bei mir zu Hause stehen, nicht weil sie künstlerisch wertvoll wären, sondern weil sie so viel Liebe ausdrücken. Ich habe mich auch einmal mit einer guten Freundin ausgetauscht, die ebenfalls häufig in Rumänien war und mir ihr mein Problem erzählt. Und sie meinte daraufhin, mir ist es genauso gegangen. Ich habe dann bewusst nur noch auf den Boden geschaut und nichts mehr angesehen. Zum Abschied haben mir meine Freunde dann ihren Teppich geschenkt. Wir mussten beide herzhaft lachen. Das war wahre Freigebigkeit. Viel von unserem Leben besteht jedoch leider aus Nehmen. Schau einmal auf dich und beobachte, wie viel du nimmst. Überall dort fang an zu geben.
wo du Anerkennung erwartest, gib Anerkennung. Wo du Liebe erwartest, gib Liebe. Wo du Geduld erwartest, gib Geduld. Wo du Zeit erwartest, gib Zeit. Als junger Mensch war ich sehr einsam und da riet mir meine Mutter sehr oft, ich solle Zeit verbringen mit jemandem, der noch einsamer ist als ich. Jedes Mal, wenn ich mich wieder so einsam fühlte, rief ich jemanden an, von dem ich wusste, dass er auch einsam war und schlug vor, gemeinsam etwas zu unternehmen. Am Abend war ich dann jedes Mal erstaunt, wie gesegnet und erfüllend der Tag war für uns beide. Willst du gelobt werden? Fang an, deine Kinder, deine Mutter, deinen Vater, deinen Mann, deine Schwiegermutter zu loben. Du wirst staunen über das Ergebnis, wenn du beharrlich dran bleibst zu loben und es wirklich auch von Herzen meinst. Gott möchte uns zu Gebern machen. Er selbst ging uns voran mit gutem Beispiel. Das Geben hat oft auch Schmerzen zur Folge. Doch je mehr wir geben, desto mehr werden wir erleben. Je mehr uns der Geist der Armut beherrscht, das heißt, ich kann nicht loslassen, was ich habe, denn ich habe Angst, nicht zu bekommen, was ich brauche. Das ist der Geist der Angst, der Geist der Armut. Umso toter, umso verurteilender und enger werde ich. Beginn mit dem, was du hast, gib im Verhältnis zu dem, was du hast, gib bei jeder Gelegenheit, die dir gegeben wird. Gott ist dein Vorbild. Er war motiviert durch Liebe und ließ dieser Liebe Taten folgen, durch die eine große Ernte entstand. Du bist ein Teil dieser Ernte. Du, so hör nicht auf zu geben, solange du noch was hast. Hör auf zu geben, wenn du nichts mehr hast. Ihr Lieben, ich möchte euch da jetzt einfach nur ein paar Schriftstellen vorlesen. Im 2. Korinther 9, 8, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Johannes 10, 10, 9b, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus kam, um uns zu erlösen, um uns herauszuholen aus aller Misere, aus aller Not, aus aller Verlorenheit, aus aller, ja, aus allem Tod. 3. Johannes 2. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Wir müssen lernen zu geben, bis es wehtut. Bis es dich was kostet. Und das habe ich jetzt hier in Afrika ganz besonders gelernt. Wisst ihr, hier haben wir schon viele arme Menschen, aber mit einem gebenden Herzen. Wie oft sehe ich ein Mütterchen mit einer kleinen Münze, aber das ist alles, was sie hat, tanzt sie nach vorne, um es dem Herrn Jesus zu geben. Hier können wir wirklich Menschen begegnen, die erkannt haben, was es heißt, zu geben, bis es wehtut. Entscheide dich, herauszutreten aus diesem ich-bezogenen Leben des Konsumierens. Alles muss mich glücklich machen. Fang an, andere glücklich zu machen. Und dann wirst du die Freude erleben, die du dir hast nicht vorstellen können vorher. Denn Freude auf Englisch heißt Joy. J-O-Y. Jesus zuerst, Jesus, others, yourself. Und wenn du durchbrichst in diese Einstellung und dich eins machst mit Gott, ein Geber zu werden, weil dir so viel gegeben wurde. Du musst nie was geben, was du nicht hast. Aber hol dir zuerst alles ab bei Gott. Jedes Lächeln, jede Freude, jeden Frieden, jede Liebe. Lass du dich lieben. Lass du dich zuerst erfüllen mit dem Heiligen Geist. Es ist möglich, ein Geber zu werden, der für Tausende zum Segen wird. Und Gott wird das ehren, wenn du sagst, ich will heraustreten aus dem Konsumdenken, aus dem Egoismus und ich will eintreten in das Leben eines herzhaften, fröhlichen Gebers.
Ich bete für dich. Shalom, Shalom.